Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 3. In der letzten Folge hatte ich leider ein kleines Problem, deswegen ist die nicht ganz vollständig. Dafür entschuldige ich mich schon mal. Ja. Da habt ihr leider verpasst, wie ich hier den... Ist der hier irgendwo? Nein. Diesen Schildträger zerlegt habe. Und hier kommt noch ein großes... Na guck, hier. Dieser Schildträger. Und hier kommt dann noch ein großes grässliches Monster. Ja, das wurde leider nicht mehr mit aufgenommen, weil mein Speicherplatz voll war. Dafür entschuldige ich mich sehr. Ich habe jetzt erstmal wieder Platz geschaffen, dass ich dieses Problem erst einmal nicht mehr habe. So, dann frage ich mich jetzt, wie ich weiterkomme. Hier geht's auch nicht weiter. Ich würde mich eigentlich sehr freuen, wenn ich mal wieder an ein Leuchtfeuer kommen könnte. Irgendwie da runterkommen. Mist. Ja. Dummheit muss bestraft werden. Ich habe noch einen einzigen Flocker. Diese Treppe habe ich nicht gesehen. Da kommt noch einer. Gut. Gut, wir haben den Riesen da oben fertig gemacht und nicht hier unten. Seele eines namenlosen Soldaten. Lügner voraus und dann versucht Schatz.
Heiligen Zweizack. Und wo bin ich jetzt? Hier geht's nicht weiter. Da drüben ist die Brücke. Das Untotendorf. Lovewick. Heimatknochen. Kapuze einer Maid, Robe einer Maid, Handschuhe einer Maid und Rock einer Maid. Sind wir schwerfällig? Oh nein. Große Seele eines unbekannten Reisenden. Habe ich erstmal zurück und fülle mein Estus auf. Warum mache ich mir das nicht einfacher? Erstmal zum Feuerband schreien. Ah, well met, Ashen One. How may I be of service? Verkaufen. Zwei hiervon. Und doch lieber drei. Ashen. Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's delight. Very ja, well. Ich will. Then touch the dark. Take nourish. Auch erledigt. Dann gehen wir jetzt zurück. Oh, da habe ich was vergessen. Stachelpeitsche.
Nee, da geht's runter. Genau, von hier komme ich. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Missionarhut. Abgründiger Edelstein. Sehr interessant hier alles. Los. Was ist das Problem mit dem Plop? So ein böser Plop. Das Bruchschwert. Sehr schön. Ja. Die Mimik ist weg. Das ist auch weg. Die sind noch da. Nö. Der ist nicht weg.
Zug oder einfach? Das hätte ich das letzte Mal machen sollen. Ich bin eben doch noch lernfähig. Sklavenkapuze. Ich will nicht gegen den Kleinen und den Großen gleichzeitig kämpfen. Deswegen habe ich den Kleinen wieder. Was sind wir denn nehmen erstmal? Das ist ein Hebel. Okay. Nicht ganz so gut gelaufen. Ich hätte ihn auf die ebene Fläche locken sollen. Wieder was gelernt.
War das jetzt nicht geplant? Okay. Da versteckt es sich. Super. Mach ich auch mal die Taste drücke. Jetzt haben wir das Großstreitkolben. Dass er das Schild nicht oben hat. Das ist so easy. Mist. Gut, machen wir das gleiche nochmal. Wir locken zuerst die Kleinen an und dann machen wir den Großen fertig. Mist.
habe ich keine Pfeiler. Der Schlag meistens nicht ausgeht. Haha. Was wolltest du denn jetzt machen? Deine Waffe verstärken? Oh, da ist noch einer. Mission von Sackgasse. Ah, hier ist wieder ein Lift. Das ist Leuchtfeuer. Mission von Sackgasse. Was schreibt der hier? Absprung benötigt. Erledigt. Seele eines verlassenen Leichnam. Ah. Da war ich also schon mal. Jetzt bin ich sogar hier oben. Okay, den Hebel, ich bin...
Und was bringt mir das jetzt? Nichts. Super. Jetzt bin ich hier oben. Ah, okay. Abgrundring. Kann ich die Glocke läuten? Schade. Muss ich jetzt hier runter? Ich will mich nicht da nicht kämpfen. Leider nicht gestorben. Schade. Ein ziemlich großes Schwert. So, jetzt. Ist er jetzt abgestürzt? Dann ist er nicht mehr. Gut. Das riecht für mich extrem nach Falle. Ich wusste es doch. Und noch eine Flammenberger. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für diese Folge. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann, auf Wiedersehen.